Ja, und Erze, wenn du ein CD weghaust, kriegst du einmal Eisenerz. Quarz. Der Wahnsinn. So, ich kostenlose Fackeln, hallo? Meine verbesserte Schwitz. Demetrios sammelt Daten zur Korrelation zwischen Erdboden, Alkalinität und Nutzpflanzenfruktose. Wer hat jetzt schon wieder einen Eisenbahn hier weggenommen? Ich tick aus. Ich hab's auch gerade gesagt, ich hab aus dem letzten Eisenbahn unser Bienenhaus gebaut. Wir haben alle gesagt, dass wir damit einverstanden genau. sind. Genau. Du inklusive. Ich hab das gesagt. Du musst halt mal zuhören. Da hast du gesagt, ja, das ist gut. Ja, mach das, es bringt Geld. Das kann ich bestätigen. Ich bin heute ausnahmsweise mal ganz auf Bens Seite. Ja, wenn ich recht habe, ist ja logisch. Geld? Achso, ja gut. Ich hole nicht dann aber auf. Wir können jetzt hier nochmal einen... Haben wir noch Kohle? Wo haben wir denn Kohle? Kohle haben wir auch nicht. Beim Baumaterial doch, da sind noch irgendwie 18 Kohle oder so. Ich hab noch Kohle. Ach, was macht das denn Baumaterial? Weil es Baumaterial ist. Ist klar. Das war eigentlich zum Brennen. So, ich hau's jetzt aber mal in die Mineralienkiste, damit du es wiederfindest. So. Kohle ist nicht da. Ich geh wieder mit 60. Willst du eigentlich die Blaubeeren ernten oder so? Hast du nicht deine Spitzhacke abgegeben? Nein, noch nicht. Ich hatte ja keinen. Ach so, wegen Eisen. Kommt mal jemand kurz bitte hierher zu mir, also vor den Dingen, am besten mit so einer Hacke zum Boden bestellen. Komm, warte mal. Ich bin gerade am Gießen, damit du es nicht wieder vergessen. Ich nehme die immer mit, genau deshalb. Ich ernte jetzt. Aber dann kriegt man halt weniger Geld, ne? Ist okay. Ich glaube, ich muss zwischenzeitlich ernten, weil ich level überhaupt nicht mehr ab bei meinen Hofarbeiten, obwohl ich Regentag gieße. Und ja, gießen hilft ja auch nichts. Es geht nur ums Ernten bei dem Leveln, glaube ich. Ich glaub's nämlich auch. Deswegen ernte ich jetzt auch. Du kannst es ja meinetwegen verkaufen. Ich leg's dir in die Truhe. Nee, verkauf du mal selber. Das passt schon. Und unbedingt geht's auch ums Verkaufen. Ich weiß es nicht. Um irgendwas davon geht's. Und mach einfach alles davon. Es geht jedenfalls nicht nur ums Gießen und Bestellen. Das hab ich auch nicht behauptet. Ich hab's nächste aufgeholt. Hashtag Mimimi. Ich hab überhaupt nie bei der Hofarbeit bisher zugelegt. Ja, du willst ja aber auch kein Level in Hofarbeit haben. Jeder sollte das von uns haben. Das macht es nämlich praktischer für alle Beteiligten. Nein, wir spezialisieren uns einzeln. Wie beim Rollenspiel. Jeder kann einem was richtig gut. Ich heb mal 30 Blaubeeren auf zum Einlegen und verkauf den Rest. Ja, haben wir doch schon irgendwo 30 Blaubeeren. Wir brauchen 5 goldenen Mais, oder? Ja, einen Hammer. Ich hab alle 5. Ja, dann kannst du mal abgeben gehen. Ich glaube, dann ist das Gewächshaus fertig oder sowas. Ja, Moment. Ich kann das sehen, das ist manchmal echt für den Arsch. Bup. So, Hopfen können wir auch gut einlegen. Gut. Hallo, Tenne. Ja, meinen Bobs einlegen. Geht's gut. Tenne ist da, er fragt nach meinen Bobs. Aber warum fragst du nicht, wie es uns da geht? Müsstest du uns nicht fragen? Ja, also meinen Bobs geht's gut. Ich weiß nicht, wie es euren Bobs geht. Sind wir nicht deine Bobs? Das seid ihr auch meine Bobs, das stimmt schon. Das ist ein bisschen durcheinander. Je nach Tag bin ich mir nicht ganz sicher, was Bobs jetzt eigentlich sind. Ich glaube, Bobs ist alles. Ja. Ist sowas wie Dingsbums? Eigentlich ganz gut. Jetzt habe ich vergessen, was ich machen wollte. Hab mir heute einen Bob schneiden lassen. Ich muss beim Ben gucken. Er hat eine wunderschöne neue Frisur. Ist einfach nur kurz, die Haare sind wieder kurz und ordentlich. Mehr nicht, ja, von wegen neue Frisur. Mann, mich interessieren Frisuren nicht wirklich. Freundin kam letztens vorbei, so. Und Schatz, siehst du das? Ich guck so an. Was denn? Ach so, eine neue Frisur, ja. Ja, Lüdi war heute auch bei mir. Die hat, hab ich auch gesagt, guck mal, du bist heute die Erste, die meine frisch geschnittenen Haare sieht. Und die so, ja, sind Haare. Ja. Also so einen Kopf mache ich mir da auch nicht drum. Sardine. Könnte man auch die Arme hochheben und sagen, guck mal, ich habe heute meine Achselbehaarung geschnitten. Ja, schön. Es ist nie ganz das Gleiche. Warum habt ihr die Sommer vorgescheucht nicht aufgestellt? Weil ich sie geholt hatte und ich hatte es vor uns gesagt. Ich nehme aus dem letzten Regenbogenforello zum Abkämen. Und ich wusste nicht, wo ich sie hinstellen, bevor ich mir da anhören darf, dass ich sie falsch bestellt habe. Stell halt einfach. Man kann sie ja immer noch umstellen. Ich wurde letztens doof angemacht, warum ich den Fackeln aufgestellt habe. Ja, Fackeln sind ja auch völlig unnötig, ne? Feuerbrunnenstäuche macht schon Sinn. Also, das macht doch immer Sinn. Stimmt, Bobs waren die kleinen, dicken Jungs. Also, wie geht's euch? Ey! Da fühle ich mich nicht angesprochen, ich bin groß und schlank.
Ach, wenn ich trainieren wird morgen auch wieder nichts. Ach komm! Ich hab Probe vor um 11. Ach komm, ja, um 11! Wir gehen um 8.30 Uhr bis 9.30 Uhr trainieren, dann wirst du eine Woche um 11 die Probefahrt schaffen. Naja, okay. Ich heute früh im Bett gehen. Was trainiert ihr denn so früh morgens? Seid ihr verrückt? Im Fitnessstudio, weil ich gern früh gehe. Ja, weil er vor seiner Arbeit geht er noch arbeiten. Und diese Woche war ich schon zweimal arbeiten. Och nee, wenn man diesen Auftrag hat, den man per Brief bekommt, muss man die ansprechen, wenn man die Melone im Inventar hat und nicht sie ihnen geben. Ja. Habe ich sie nämlich auch gerade geschenkt. Ich habe Demetrius Geburtstag auch gestern, vorgestern vergessen schon. Ich habe den Mais mit abgegeben. Ich muss schnell zum Verkaufsding. Die 5 goldenen. Ich muss sie wieder rausholen. Das war's, was ich noch machen wollte. Du hast... Oh Mann! Ich komm gleich. Alles gut, wir können die wieder rausholen. Du kommst davon, wenn du Mais falsch abgibst? Das irritiert mich. Ich komm durch Mais und mit Mais. Okay, wie du da durchkommst, das würde mich aber schon optisch interessieren. Ich hasse es so sehr manchmal im Minensystem. Du grenzt ganz nach hinten. Wieso kann ich denn Sachen nicht wieder aus der Truhe nehmen zum Verkaufen? Weil ich eventuell Sachen schon verkauft habe? Oder weil du aus dem Bereich gegangen bist? Ja, keine Ahnung, früher ging das, jetzt geht's nicht mehr. Okay, der Mais ist futsch. Wir brauchen mehr Mais. Wollen wir unsere Hütte aufwerten eigentlich? Was? Wollen wir unsere Hütte aufwerten? 10.000 Gold und 450 Holz. Irgendwo wäre halt meine Küche ganz praktisch, glaube ich. Ja, so ein Kühlschrank, aber wie viel kostet der Sport? Ich will noch 10.000. Ja gut, mach, ich habe noch ein bisschen was. Ich habe das Holz nie dabei, 450 Holz müsste ich mitbringen. Ansonsten Hühnerstall, wir können noch einen Hühnerstall bauen. Oh, Hühnerstall wäre cooler. Für 4.000 und 300 Holz und 100 Stein. Hühnerstall ist kacke und wenn, dann müsst ihr das hintereinander wegmachen mit Aufwerdenblei, weil dann tut er auch automatisch futtern. Ihr braucht vorher noch ein Silo, denkt dran. Aber ich konnte nicht auf Silo wechseln irgendwie gerade. Silo kostet, glaube ich, auch nicht viel. Silo kostet, glaube ich, auch nicht viel. Nee, aber es muss gebaut werden. Wo ist denn der blöde Demetrius? Nicht baut, kann die nicht anderes bauen. Wo mute ich mich eigentlich? Doch mal mit Verstand ran. Ich habe es eingestellt. Geh doch mal mit Verstand. Hey, hast du welche tollen Hofgeschichten, die du mir erzählen kannst? Tenno, du bist eklig. Wo ist denn Demetrius? Ich freue mich schon auf den Herbst, die Kühlbergbrise, das rote Laub im Wind, der Geruch von Pilzen. Ah. Schwul. Hat ja auch Abigail gesagt. Ich glaube, Frauen dürfen das. Auch Männer dürfen das, ohne schwul zu sein. Himmel, Herrgott. Okay, du bist nicht... Ach, ist Demetrius schon am Saufen oder was? Oh nee, warte mal, Demetrius. Ja, oh, die Melone. Ich habe den Zauberer mit dem Demetrius verwechselt, deswegen hat er die Melone genommen. Och Mann, ich laufe heute den ganzen Tag nur von einer Stelle zur anderen und reicht nichts. Du bist vor allem ganz schön durcheinander, ey. Ich weiß auch nicht. Was macht der? Ein Kamillenpfefferminztee. Also ja, natürlich. 15 Kohle. Da haben wir erstmal wieder ein bisschen was. Na gut, wir hatten ja schon letztes Mal was, ne? Aber hier ist auch kein Demetrius. Mal spiel ich halt ein bisschen. Oh, ein Eisenbahn, da kann ich mir dann endlich mal. Endlich mal. Du weißt ganz genau, was ich gedacht habe, Tenne. Ich bin kein Ferkel. Du wolltest das auch so. Du wolltest das so. Du geile Sau. Was hast du jetzt gesagt? Was, ich oder Tenne? Du. Du, Felix. Du, ich, Felix, ich, hast ich gesagt, sag, du geile ich, Sau. Ich Schweinerei. Ja, Schweinerei. Was ist denn das Wort? Miau, Katze. Miau. Was geht jetzt hier ab? Warum ist meine Box so laut? What the fuck? So, wenn ich jetzt bei Demetrius ankomme, komme ich bestimmt nicht mehr rein, weil schon wieder zu oder so. Der ist doch in der Bar. Der ist in der Bar. Warum sagst du mir das jetzt erst? Der geht doch abends immer in die Bar, Felix, das kannst du doch wissen. Was? Der Tenner heißt auch Felix, aber Demetrius ist nicht immer in der Bar, der ist nur manchmal da. Der ist doch immer abends in der Bar, dachte ich. Tenner ist jemand im Stream. Ach so, da ist Demetrius. Klar.
Das war mir schon fast klar. Warum ist das Hartholz im Setzlingzeug und warum haben wir... Ich hab eine Melone! Ich kann alle Richtungen gleichzeitig schießen. Lumi, wolltest du nicht letztens das mit den Dingern hier mal machen? Du bist erst Level geschafft. Mit den Schildern? Ja, da waren wir, aber dann hatten wir zu wenig Holz. Zu wenig Holz? Wir haben hier in dem lustigen, in dem Sahnenzeug, haben wir einen Haufen. Ja, aber wir wollen doch jetzt einen Hühnerstall bauen. Oh, du hast Haus aufwerten, eins von beiden. Ich gehe morgen erstmal Spitzhacke hier, Dingens. Und bevor ihr den Hühnerstall baut, baut ihr erstmal ein Silo. Mann. Ich hol mal noch ein bisschen Eisen, damit wir Spitzhacken kriegen. Nein! Und ich fände es ehrlich gesagt fast besser, wenn wir langsam mal die Holzhacke aufwerten, damit wir Hartholz ernten können. Oh. Als die Spitzhacke. Dann machen wir halt nach meiner Spitzhacke die andere Axt. Du brauchst die Spitzhacke jetzt eigentlich gar nicht. Doch, zum Weiterfarmen, wir brauchen immer noch weiter Eisen. Und desto höher das ist, desto schneller kann ich es abbauen und desto mehr bekomme ich raus. Ja, gut. Und desto mehr Rasensprengter können wir bauen, desto größer können wir die Beete anlegen und desto mehr können wir farmen. Und dann könnt ihr immer noch das Hartholz da an. Na gut. Und ich werde auch dann weiter in die Mine gehen, damit wir mehr Geld bekommen, damit wir dann auch schneller wieder das andere aufwerten können. Und ich glaube, die Axt hat noch keiner aufgewertet, oder? Da kann sich einer eigentlich mal natürlich... Doch, ich habe eine Axt aufgewertet. Ja, dann kannst du dir bald hier, da gehe ich dann morgen wieder in die Mine rein, hol Eisen. Und dann kannst du dir die Eisenaxt gleich holen. Ich bin auch schon am Eisen holen. Das ist schön. Und dann schaue ich mal, wie ich mich mal mute bei euch, damit ich dem lieben Tenne immer antworten kann, ohne dass es irgendwie schräg wird. Ach, kannst du, sag einfach hier Ankündigung oder so ein Spaß. Ja, sie hat doch immer mit Tenne geredet. Ich sag ja immer vorher Tenne, damit es irgendwie offensichtlich ist, dass ich nicht euch meine. Das reicht doch. Deswegen nenne ich Tenne jetzt auch nicht Felix, auch wenn ich weiß, dass er Felix heißt, weil es sonst verwirrend wird. Auch wenn er gerade gemeint hat, vielleicht seid ihr ja in Wahrheit ein und dieselbe Person, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Nee, dann müsste Tenne Hardcore Sexen hier heißen. Und Tenne, wie alt bist du? Das sagt der Felix, während er am Stöhnen ist. Ich weiß nicht, was er ganz damit sagt. Wie alt bist du? Ich hab mich grad gestreckt. Ihr seid fies. Eine bessere Waffe. Was können wir eigentlich mit geschmolzenem Quarz anstellen? Verschenken. Ja, toll. Ich habe übrigens Level 2 hier in dem Arcade-Ding geschafft. Ich bin ja, glaube ich, auch schon relativ weit gekommen. Ich habe es aber nie geschafft, das zu beenden. Muss noch irgendwie gegossen werden. Denkt an die Zeit, Leute. Ich gehe fern. Ich glaube, es war jetzt alles gegossen. Wie die Zeit? Naja, 0 Uhr 10. LOL, ich bin noch in der Arcade. Ich habe mir einfach den ganzen Tag Arcade. Alles klar, ich bin auf dem Weg. Was in der Arcade? Das hast du mal die Zeit vergessen. Das kommt auch selten vor. Ich sehe die nicht. Du siehst die nicht da drin. Ja, dann warn uns das nächste Mal, wenn du da hinkommst, weil dann warnen wir. Ich habe die ganze Zeit erzählt, dass ich das Level geschafft habe, ja. Die ganze Zeit, du hast es einmal erwähnt. Ich habe zweimal gesagt, ich habe das geschafft. Ich habe vorhin gesagt, ich habe das erste Level geschafft, dann habe ich gesagt, ich habe das zweite Level geschafft. Das ist an mir vorbeigegangen. Ja. Kommt jetzt ins Bett. Das tut mir leid. Klingt komisch auch. Ich komme so. Gleich, Chatty. Ich muss hier nur noch mal Monster killen. Okay. Ich hole mir das. Ein Ohr. Und morgen gehe ich dann unser Haus aufwerten lassen. So, diesmal schaffe ich es aber pünktlich. Nur mehr als genug Zeit. Wenn ich nicht wieder an der falschen Stelle abbiege. Und den Mais hast du abgegeben? Ja. Aber wir haben noch 3 Stück in der Truhe, also wir sollten eigentlich noch goldene kriegen bis Ende Herbst. Du hast das Goldmais nicht abgegeben, meinst du? Ja, doch. Ja, aber zum Verkaufen abgegeben. Ach so, nee, das meine ich ja nicht. Problem vorhin. Das meine ich ja nicht. Das zählt ja nicht. Ey, man kann das echt nur verschenken oder verkaufen. Wir haben einen Haufen Quarzbarren. Ja, dann verschenk die doch. Nee, du kannst die später auch noch eine ganze Sache mitbauen.